Hey ihr Lieben, was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Leute, ich glaube, es sind jetzt noch genau 3 Tage, dann sind wir wieder entbannt nach unglaublichen 90 Tagen Livestream-Bann hier auf YouTube. Ich kann es kaum noch erwarten. Ich habe euch auf jeden Fall vermisst. Ich hoffe, die ein oder anderen haben mich auch vermisst, die jetzt nicht auf Twitch mit dabei waren in diesen 3 Monaten, wo wir dort gelivestreamt haben. Und wer mich vermisst haben sollte, zeigt mir das doch gerne mal mit dem Däumchen nach oben. Und wer mich noch nicht vermisst haben sollte, ihr könnt gerne in diesen Kanal hier reinsabben, reinfollowen. Und vielleicht vermisst ihr mich dann beim nächsten Mal, falls wir nochmal 90 Tage gebannt werden sollten. Was hoffentlich nicht nochmal passiert, weil das war echt eine ätzende Zeit. Muss ich ehrlich mal so sagen. Leute, heute geht es aber um was ganz was anderes. Und zwar möchte ich euch in den kommenden Tagen möchte ich euch noch ein paar nice Reviews hier vorstellen auf meinem Kanal. Ein paar nice Produkte vorstellen, wo ich wirklich sage, diese Produkte sind Overkill. Danach geht es, denke ich, mal wieder weiter mit diesen ganzen Shisha-Experimenten, wo wir wieder ein bisschen was in die Bowl reinmachen. Aber vorerst in den nächsten paar Tagen, in den nächsten paar Videos. Und wenn wir dann noch wieder livestreamen, will ich euch einfach Sachen zeigen, die ich finde, die absolut Overkill sind. In meinen Augen sind es die Ferraris, die Lamborghinis und die Porsches in der Shisha-Szene, was Shishas betrifft. Ich finde, bei diesen Pfeifen ist absolut so Endstufe erreicht, schon fast, was Qualität, Durchzug, Aussehen, Optik und noch vieles, vieles mehr angeht. Und ich möchte euch heute in diesem Video als allererstes meine neue Ocean Hooker Fusion Cross 2S vorstellen. Vorab die Leute, die immer gleich die ganzen Infos wissen möchten, die sich nicht das ganze Video reinziehen möchten. Die Pfeife ist mittelgroß, ist keine zu große Pfeife, ist nicht eine zu kleine Pfeife. Und die Pfeife kostet 289 Euro in der Variante, wie ich sie jetzt hier in der Hand habe. Ihr könnt das Ganze, hört mir auf, ihr könnt das Ganze natürlich noch übertreiben. Das Ganze gibt es ab 289 Euro. Ihr könnt die Pfeife in Rose Gold teilvergolden lassen. Ihr könnt die Teilvergoldung noch polieren lassen. Ihr könnt die komplett Rose vergolden lassen. Ihr könnt die komplett Rose Goldete nochmal polieren lassen. Und das Ganze geht natürlich auch nochmal in der normal goldenen Variante. Und da könnt ihr die Pfeife dann bis zu 700 Euro aufstocken. Was absolut für die Rich Kids unter euch natürlich ein super Angebot ist. Ja, die Rich Kids unter euch müssen sich doch da denken, let's go, lass zuschlagen. Für uns aber, würde ich mal sagen, reicht die 289 Euro Variante. Ich werde euch die Pfeife auch gleich noch von ein bisschen näher einblenden, damit ihr da mal einen kleinen Einblick bekommt. Ansonsten würde ich mal sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch gerne mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo. Dann hätten wir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid und bis gleich. So ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben zu der Pfeife. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen mit den Nahaufnahmen. Und ich hoffe, man konnte schön sehen, was hier überhaupt am Start ist und dass das Ganze wirklich schön verarbeitet ist. Was ich vorhin gar nicht erwähnt habe, hier unten in der Bowl habt ihr noch am Boden so einen schönen Kristall eingraviert. Ist natürlich alles Handcut und was bekommt ihr mitgeliefert? Ihr bekommt eine Edelstahlpfeife mit Kristallglas, Handcut. Ihr habt hier noch einen kleinen Adapter dabei. Es ist kein Komplettset. Es ist einfach nur die Pfeife, so wie sie dasteht. Ich habe das Ganze noch verfeinert. Hier mit meiner Bergbund-Kohlenzange, mit natürlich dem Ocean 68-Kopf und mit dem Sky-Mundstück, dem Sky-Hooker-Mundstück, was ich euch mal vorgestellt habe, mit 24 Karat Gold. Das habe ich ja dreimal verlost damals in meinem Livestream. Das heißt, wer in den Livestreams nicht so aktiv ist, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Wir sind ja jetzt noch 3 Tage gebannt auf YouTube, bis wir dort wieder livestreamen können. Diese 3 Tage streamen wir jetzt noch auf Twitch. Schaut da gerne vorbei. Ansonsten finden die Shisha-Livestreams nächste Woche wieder regelmäßig jeden Tag statt auf YouTube. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wenn ihr ab und zu was gewinnen wollt, da verlose ich ab und zu wirklich schöne Sachen.
Wie man vielleicht schon sieht, meine Bowl hat sich schon leicht verfärbt. Ich rauche jetzt schon so 10 Minuten an der Pfeife. Ich musste vorhin auch lüften, bevor ich jetzt nochmal dieses Video gestartet habe, weil nach 3-4 Zügen war mein Balkon schon so zugeraucht, dass man schon fast gar nichts mehr gesehen hat. Also da kann man schon wirklich fast sagen, es raucht wie ich sehe euch nicht mehr. Jetzt lass aber mal ziehen an der Pfeife. Und ja, ich hoffe, man sieht, dass das Ganze raucht wie ich sehe euch nicht mehr. Was mich auch wirklich verwundert hat und was mich positiv überrascht hat, ist der eingebaute Diffuser, der hier noch dabei ist. Den hat man eventuell nicht gesehen. Bei der Pfeife ist ein eingebauter Edelstahl-Diffuser dabei, den könnt ihr rein theoretisch abschrauben. Der Diffuser ist dafür da, dass die Pfeife aufhört zu blubbern, also man hört das Blubbern nicht so laut. Wenn ihr den aber abschraubt, dann hört man die Pfeife blubbern. Wie ich das eigentlich von anderen Pfeifen gewohnt bin und was sich auch die Leute, wie sich die Leute äußern in meinem Livestream, ist es meistens so, wenn ein Edelstahl-Diffuser dabei ist, der eingebaut ist und wenn man mit dem raucht, dann hört man meistens noch so ein leichtes Blubbern und die sagen, Nico, wie bekommst du das hin, dass deine Pfeife fast gar nicht blubbert? Und ich empfehle den Leuten eigentlich immer so einen kleinen Gummidiffuser, weil die kleinen Gummidiffuser die Pfeife immer ziemlich leise machen. Die kosten 2-3 Euro, habe ich euch wahrscheinlich verlinkt in der Infobox. Hier bei Ocean Hooker muss man aber sagen, wenn man an der Pfeife zieht, man hört fast gar nichts. Also in diesem Fall braucht ihr gar keinen Gummidiffusor. Der Diffusor von Ocean Hooker macht da wirklich einen guten Job. Mehr als gut. Kommen wir mal zum Durchzug. Wenn man das überhaupt Durchzug nennen kann, wenn ich an der Pfeife ziehe. Ja, das ist schon fast gar kein Durchzug mehr. Ich hoffe, man sieht mich vor lauter Rauch. Ihr zieht an der Pfeife und es ist eigentlich wie atmen, ja. Ihr müsst kaum dran ziehen und sofort ist die Pfeife da. Ihr zieht den Rauch runter, der Rauch kommt sofort in euren Schlauch rein und füllt euren Mund, eure Lunge voll mit eurem Tabakgeschmack. Ansonsten habe ich hier ein schönes Overpacking gebaut. Die Pfeife, so wie es da steht, hat hier vorne und hier hinten noch ein Ocean Hooker Logo eingraviert oder besser gesagt drauf verziert auf die Base. Und ich muss auch sagen, wenn ihr die Pfeife kauft und die aufbaut, als ich die Gewinde hier angeschraubt habe an die Base, das Ganze geht butterweich. Hier sind keine Späne irgendwie von dem Edelstahl, wo ihr euch irgendwie aufkratzen könnt. Kennt man vielleicht von anderen Marken, dass da noch so leichte Überreste sind, weil die nicht so gut verarbeitet sind und man sich dann schnell am Finger aufschneidet. Das passiert hier gar nicht. Also das ist sowas von fein verarbeitet. Außerdem haben wir eine ziemlich schlichte Rauchsäule hier am Start mit ein paar Eingravierungen hier oben und hier unten, was das Ganze verfeinert. Und ich muss auch sagen, aus meinen persönlichen Erfahrungen, es ist ja die zweite Ocean Hooker, die ich euch jetzt auf diesem Kanal vorstelle. Ich habe euch damals ja die goldene Variante vorgestellt zu Weihnachten mit der weißen Bowl und mit dieser goldenen Rauchsäule. Immer wenn irgendjemand kommt, die Pfeife sieht, die Leute machen Auge und sagen, Digga, was hast denn du da für eine schöne Pfeife am Start? Und dann kannst du rumflexen und sagen, okay, Digga, ich habe eine Ocean Hooker am Start. Und die Leute wissen einfach sofort, der hat was Gutes am Start, ja. Ansonsten habe ich natürlich jetzt die Variante für 289 Euro hier, die auf jeden Fall komplett ihren Job erledigt. Ihr könnt das Ganze natürlich, wie vorhin erwähnt, verfeinern mit der Rauchsäule in Rose Gold oder in Vollgold und das Ganze noch poliert und hochgehen bis zu 700 Euro bei diesem Modell jetzt. Die Pfeife nennt sich Fusion Cross 2S, wie ich schon erwähnt habe. Das heißt, die Pfeife kommt eigentlich nur mit einem Schlauchadapter. Muss ich aber auch sagen, reicht komplett aus. Wenn ein Kumpel vorbeikommt, könnt ihr euch einen Schlauch rein theoretisch teilen. Falls ihr mal ein paar mehr Leute seid, könnt ihr auch die Pfeife auf zwei Schläuche erweitern, könnt euch da noch so einen zweiten Glasadapter dazu kaufen, der finde ich optisch auch mega nice aussieht. Hier muss man nur aufpassen, wenn man den wieder aus dem Schlauch rauszieht, dass das Glas nicht umknickt oder so, sonst bricht es eventuell ziemlich schnell. Und dann könnt ihr die Pfeife auch mit zwei Schläuchen rein theoretisch rauchen. Die Pfeife hat auch noch ein Closed Chamber System mit dabei, nur so by the way. Die Base hier hat ein Klicksystem. Ich weiß nicht, ob es jetzt Klicksystem genannt wird bei Ocean Hooker. Auf jeden Fall müsst ihr die Base nur um eine halbe Umdrehung drehen, um dann die Rauchsäule hochzuheben, um euer Wasser einzufüllen oder um das Wasser wieder auszuschütten. Und ich finde, der Ocean 68 Kopf, den ich euch vorgestellt habe, macht hier auch einen wirklich feinen Job auf der Pfeife. Ja, mit dem brachialen Durchzug, der wirklich wie atmen ist, macht das Rauchen persönlich mega viel Spaß. Viele kenne ich, die auf jeden Fall drauf stehen, wenn der Durchzug so leichtgängig ist, wie jetzt bei der Pfeife. Manche sagen, nee, der muss ein bisschen strenger sein. Dann könnt ihr einfach ein bisschen mehr Wasser in die Bowl reintun. Aber so finde ich,
Persönlich, meiner Meinung nach, macht das Rauchen am meisten Spaß. Und so bin ich das auch gewöhnt von den Oshooker-Pfeifen. Ansonsten haben wir hier oben noch einen relativ schlichten Kohleteller, der auch seinen Job macht. Denn ich finde, im Gesamtbild, so wie die Pfeife dasteht, sieht es einfach wunderschön aus. Ich habe jetzt mit Absicht auch keine Lebensmittelfarbe in die Bowl getan, weil ich finde, mit dem normalen Wasser drin sieht es echt schön aus. Nur sieht man hier, dass ich leicht meine Bowl verfärbe mit der Molasse, die runterläuft. Also hier ist so ein leichtes Naturaroma schon in meiner Bowl drin. Da würde es sich eventuell anbieten, mit dem Schliffadapter hier oben am Kohleteller, dass ihr euch eventuell noch Molassefänger einsetzt. Für die Leute, die nicht wollen, dass ihre Bowl so schnell versifft. Oshooker hat ansonsten hier noch einen Aufkleber dran gehabt an der Bowl, wenn ihr die Pfeife kauft, wo nochmal dran steht, dass ihr bitte, wenn ihr die Pfeife anhebt, hier am Glas anhebt und nicht am Edelstahl hier oben an der Rauchsäule. Nicht, dass doch irgendwie sich irgendwann der Kleber löst, die Bowl runterfällt und ihr dran steht und euch denkt, nein, meine teure Oshooker ist kaputt gegangen, mein Glas ist kaputt gegangen, was ist denn da los, jetzt muss ich den Support anschreiben. Wer es noch nicht weiß, auf Glas gibt es, soviel ich weiß, nirgendwo Garantie. Deswegen schreibt Oshooker auch hin, immer schön unten am Glas nehmen. Das Wasser ausfüllen nach dem Rauchen, nicht, dass sich hier Kalkränder bilden. Ich habe auch ein Video hochgeladen, falls sich doch Kalkränder bei manchen bilden sollten, wie ihr das wieder sauber bekommt, geht eigentlich relativ easy. Und natürlich immer schön dann im Winter, wenn ihr draußen, wenn es jetzt wieder kälter wird, ich muss mir jetzt auch schon ein Hoodie anziehen und mir Socken anziehen, weil ich gemerkt habe, okay, die Fliesen auf dem Balkon bei dem regnerischen Wetter werden jetzt doch schon ganz schön kalt, dass ihr die dann reinstellt in die Wohnung, nicht, dass das Glas im Winter irgendwie zu kalt wird, ihr das dann wieder mit warmem Wasser befüllt und euch das Glas kaputt geht. Wo wir schon noch beim Glas sind, vorhin, als ich die Pfeife hochgehoben habe, dachte ich mir schon so, boah, Diggi, das ist ganz schön schwer. Jetzt, wo noch Wasser mit drin ist, wiegt das Ganze gefühlt irgendwie so 6 Kilo. Also die Pfeife ist sowas von standfest. Wenn ich hier ruckel und wackel, da tut sich gar nichts. Da müsstet ihr schon wirklich mit einem Fußball dagegen kicken oder eventuell mit 90 Kilo hängen bleiben, damit die Pfeife umfällt. Also da habt ihr wirklich ein standfestes Produkt auf dem Tisch stehen. Genauso wie hier oben der Adapter, wo der Kopf drauf sitzt, der ist gerade geblieben. Also der wurde gerade verarbeitet. Somit, finde ich, sitzt der Kopf persönlich, vielleicht bilde ich es mir ein, aber der Kopf sitzt besser auf der Pfeife. Wer kennt es nicht, wenn der Gummi hier so leicht zifft, dass der Kopf dann immer so leicht nach oben rutscht und ein bisschen wackelt. Das hatte ich bisher auch noch nicht bei den Adaptern von Oshooker. Ja, Leute, ansonsten hoffe ich, euch gefällt das Produkt genauso gut wie mir. Ich ziehe nochmal an meiner Pfeife. Ja, das Ganze raucht wie, ich sehe euch nicht mehr wirklich, mein Balkon ist schon so zugeraucht, da muss ich ja aufpassen, dass ihr mich noch seht. Und da muss ich wirklich mal ein großes, großes Dankeschön an meine Community aussprechen. Ihr da draußen habt das Ganze erst ermöglicht, wir sind jetzt knapp vor 125.000 Abonnenten. Ohne euch könnte ich fast gar nicht meine Lieblingspfeifen vorstellen und wer meine Livestreams auch kennt, der weiß, dass ich so oft schwärme von Oshooker und der weiß auch, dass meine Lieblingspfeife die Oshooker Euphoria SE ist. Und jetzt mit dieser Reichweite, mittlerweile ist es einfach uns möglich, dass ich euch auch so schöne Pfeifen vorstellen kann, die vielleicht auch etwas gehobener sind in der Preisklasse. Aber Leute, lasst euch da nicht erschrecken. Also falls ihr eine Pfeife sucht, für lange Sicht hin, seid ihr mit Oshooker gut bedient. Ich meine, für das Geld sollte man auch etwas erwarten und ich würde sagen, wenn ihr auf die Pfeife gut aufpasst, wenn ihr die gut pflegt, dann habt ihr da mehrere Jahre lang Spaß. Also locker 5 Jahre, wenn nicht sogar länger. Das ist so eine Shisha, die kauft man sich einmal und dann ist man einfach zufrieden. Also von mir aus geht da großen Herzens eine Empfehlung raus und ich muss mich nochmal bei Oshooker bedanken, dass sie mir natürlich erstmal ermöglicht haben, dass ich euch so ein schönes Produkt vorstellen kann. Die Bowl findet ihr natürlich noch in anderen Varianten, falls euch diese Cross-Variante mit diesen überkreuzten Handcuts nicht gefällt, könnt ihr euch da auch noch eine andere Bowl aussuchen. Auf der Seite ist alles verlinkt in der Infobox, den Link findet ihr hier unten, wo ihr direkt zu dieser Pfeife hier kommt. Ansonsten schaut euch gerne mal bei Oshooker um. In den kommenden Tagen kommen noch mehrere Reviews, auch das ein oder andere von Oshooker kommt dann nochmal auf euch zu und dann denke ich, geht es bald weiter mit den Experimenten und mit den Livestreams und. Vielleicht kommen auch ab und zu mal wieder Vlogs. Wer weiß schon. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen, was ihr euch wünschen würdet als nächstes. Ich hätte noch ein Mundstück für euch, das ich euch gerne vorstellen würde. Ich hätte noch ein, zwei Pfeifen, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und ich hätte noch den einen oder anderen Kopf, den ich euch vorstellen möchte. Also falls ihr da irgendwas präferiert, lasst mir doch gerne einen Kommentar hier unten in der
in der Videobeschreibung da. Dann weiß ich, was sich die Community wünscht, was die Community sehen möchte. Und dann würde ich sagen, lass ich mir jetzt noch mein Köpfchen schmecken. Bedanke mich fürs Einschalten, bedanke mich fürs Zuschauen. Lass mir natürlich auch gerne einen Kommentar da, wer die Pfeife zu Hause stehen hat, wie ihr zufrieden seid mit Ocean Hooker oder wer sie sich eventuell holen möchte und sie sich dann bestellt hat. Und ansonsten, Leute, nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch gerne mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo. Dann hätten wir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid. Ich lasse mir jetzt mein Köpfchen noch an diesem regnerischen Tag schmecken. Wünsche euch da draußen einen guten Rauch, wer auch eine Shisha anhaben sollte. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder dann im nächsten Livestream. Macht's gut, Guys. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin raus.